Okay, bereit, Girls? Ja. Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich wieder ein cooles Video und zwar, ich bin wieder nicht alleine. Ich habe dieses Mal wieder zwei super tolle YouTuberinnen, die ich endlich auch mal privat kennengelernt habe. Und die sind bei diesem Video dabei. Und zum einen habe ich hier Pauline vom Kanal Juicy Pauline. Ich bin Tina vom Kanal Justina Justina. Wir haben uns gedacht, ja, was könnte man denn so Cooles zusammen filmen, wenn schon drei YouTuber zusammensitzen. Und haben uns gedacht, wir werden alle so häufig gefragt, wie wir unsere Videos schneiden, was für Musik wir verwenden, wie wir damit angefangen haben und wie es uns überhaupt so damit geht. Und deswegen haben wir so uns ein paar am häufigsten gefragten Fragen aufgeschrieben. Was ich eigentlich ganz cool finde, ist, dass wir alle drei total unterschiedlich sind. Also nicht nur vom Typ, sondern auch von der Art und Weise, eben den Kanal zu führen. Die erste Frage ist, wie hast du mit YouTube angefangen? Ich hatte mir eine Kamera besorgt damals, eine Spiegelreflexkamera. Und ich wollte so ein bisschen damit umgehen lernen und habe dann sehr fotografiert, so im Beauty- und Fashion-Bereich, hobbymäßig. Und ja, um überhaupt mit der Kamera umzugehen, habe ich super viel YouTube geschaut und dann auch Make-up-Tutorials, um die Leute halt auch zu schminken, damit schöne Fotos bei rumkommen. Und ja, dann kam immer mehr Make-up-Tutorials und dann bist du da so reingerutscht und dann konntest du gar nicht mehr aufhören. Na komm, jetzt hast du das Equipment sowieso schon zu Hause von der ganzen Fotografie. Eigentlich könntest du selber auch Videos machen. Also bei mir war das so, ich weiß es noch ganz genau, das ist jetzt glaube ich so 4-5 Jahre her. Ich glaube 5 Jahre. Ich wollte diese großen Wellen haben. Und da habe ich das bei YouTube einfach, nee, bei Google eingegeben, wie man das macht am besten, ne? Weil vor 5 Jahren, da war das ja noch nicht so offensichtlich so, dass man diese fetten Lockenstäbe braucht und so. Da habe ich es halt eingegeben und dann kam halt ein Video von Darum. So, mit diesem fetten Lockenstab. Und dann dachte ich so, ey, darüber gibt es ein Video? Wie interessant. Ja. So, das war so voll meine Welt, so Girly-Talk einfach, ne? Mhm. Ich so, oh, wie geil. Und dann habe ich mir immer mehr Videos angeguckt. Und dann habe ich immer mehr YouTuber entdeckt auch so. Und ja, dann wurde ich erstmal voll süchtig so. Da habe ich mir tagelang nur Videos angeguckt, die ganze Zeit, immer nach der Arbeit. Ich habe mich so darauf gefreut. Und dann so nach einem Jahr ungefähr habe ich mich dann selber irgendwann getraut. Bei mir war das eigentlich so ähnlich. Ich weiß noch, ich war auf Facebook, Instagram war noch gar kein Thema damals. Auf Facebook gab es so ein Bild von einer so wunderschönen jungen Frau. Und meine Schwester hat dann zu mir gesagt, ja, ich weiß, wer das ist, die macht doch YouTube-Videos. Und ich so, hey, YouTube-Videos? Das war übrigens Carly Bible. Und sie sah einfach so makellos aus auf diesem Bild. Und dann sagt meine Schwester so, ja, auf YouTube gibt es ein Tutorial dazu, also wie sie sich geschminkt hat. Ich so, was? So was gibt's? Und habe ich auf YouTube mir das Video angeschaut und dann habe ich mir gedacht, boah krass, und dann sieht man natürlich auch, was so ähnlich ist und dann, du wirst so schnell da reingesogen und dann habe ich mir so viele Videos angeguckt und so viele andere YouTuber geschaut und dann hieß es aber, ja, den Kanal abonnieren, habe ich mir gedacht, ich muss mich da anmelden, nee, ich weiß nicht, es hat nur ein paar Tage gedauert, schon habe ich mich da angemeldet, habe Kanäle abonniert und habe auch viel darüber so gelernt, über Make-up, finde ich, und das war für mich voll faszinierend und das hat und dann habe ich mir einfach so irgendwann gedacht, ja, wäre das eigentlich auch was für mich? Und dann habe ich mir gedacht, ich bin schon so ein Bühnenmensch durch das Tanzen eben. Also es macht mir nichts aus, vor der Kamera zu sitzen, was zu sagen. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde eigentlich auch oft gefragt, wie ich meine Haare gemacht habe, weil so mit Frisuren und so, das habe ich eigentlich schon sehr lange vor YouTube auch gemacht. Und ja, im Schminken macht auch so viel Spaß. Und irgendwie war das insgesamt, habe ich mir gedacht, warum mache ich das nicht auch? Und wenn es den Leuten gefällt, wäre cool, aber sonst, ich schaue mal halt, wie es so ist. Wie wir unsere ersten Videos finden, das erzählen wir euch am Ende. Als nächste Frage, was, glaube ich, auch sehr oft alle gefragt werden, womit man die Videos filmt, also mit welcher Ausstattung. Bei dir? Also am Anfang habe ich auch mit dem Handy gedreht. Mein erstes Video war ein Lookbook mit dem Handy, was ich mit dem Spiegel abgefilmt habe. Nichts dagegen. Dadurch, dass ich natürlich das Foto-Equipment hatte, konnte ich natürlich schon eigentlich gut loslegen mit guter Qualität dann mit der Spiegelreflexkamera. Ne? Aber ich finde, das ist heutzutage eigentlich auch kein Muss mehr, weil die Handys sind teilweise richtig gut oder so andere Kameras, Digitalkameras sind auch super gut. Bei mir war das so, ich hatte halt so eine Fotokamera, so eine ganz normale und habe damit gefilmt. Ja. Und die war voll schrecklich, weil die hat immer so ein Geräusch gemacht, so rangezoomt, ja, ja, ja. Investiert halt, ne? Oh,
da haben sich auch immer alle beschwert. Also bei mir war das so, bevor ich YouTube gemacht habe, ich hatte absolut keine Ahnung von Technik. Ich habe immer die Leute bewundert, die in ihrem Kabelsalat sitzen mit Laptop, Kamera, keine Ahnung was Gerät. Und habe mir immer gedacht, Gott, wie wissen die, welches Kabel wohin muss und so. Und als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich auch wirklich nur mit meinem Handy gefilmt. Und ich fand es auch gar nicht so schlecht. Also ich habe von Anfang an irgendwie bei den anderen abgeschaut, dass eben Tageslicht super wichtig ist. Eigentlich fast mit das Wichtigste, gell? Das macht so viel aus. Da habe ich mich immer schön ans Fenster gesetzt, in der Küche. Die, die meine ersten Videos kennen, wissen ja auch, wo ich da gefilmt habe. Aber ich habe gedacht, Hauptsache das Licht stimmt. Und da habe ich ganz viele Videos mit meinem Handy gemacht und ich finde es auch jetzt noch, muss ich sagen, gar nicht so schlecht. Und dann später, als ich gemerkt habe, ja, die Leute mögen das, was ich mache, da habe ich mir gedacht, ich könnte mal investieren und habe mir zum Geburtstag einfach von Family and Friends eine Kamera gewünscht, so ungefähr. Und dann haben sie Kohle zusammengelegt und ich konnte mir eine Kamera leisten. Das fand ich super cool. Das ist jetzt auch nicht so eine Hightech-Kamera, das ist die Sony Alpha A5100. Und ich filme mit der meine Videos, meine Vlogs, ich mache damit meine Fotos fürs Instagram und ich finde das, also ich finde die Kamera richtig gut. Also es muss nicht immer eine Spiegelreflexkamera sein. Die ist natürlich auch noch super, weil sie so einen Weichzeichner hat, dann hat man immer eine super tolle Haut. Ja, ich habe mir die jetzt auch gekauft, obwohl ich die Spiegelreflex hatte. Die hast du auch? Ich habe mir die jetzt auch gekauft, weil... Ist das die, du in Weiß hast? Ja, genau. Weil die einfach so, die fokussiert von alleine, du kannst da super schnell einfach alles mit einstellen und... Das ist ja immer das Problem bei Spiegelreflexkameras, wenn man sich bewegt oder so, man ist schnell aus dem Fokus raus, weil die normalen, die ich habe, zum Beispiel die Canon 600D, die fokussiert nicht von alleine während des Videodrehs. Man muss es immer neu scharf stellen und das ist super anstrengend und man ist dann so, wie soll ich sagen, nicht so frei in den Videos. Mhm. Ne? Und die ist super für alles, diese Sony Alpha 5100. Und was eben wichtig ist, wie ich schon gesagt habe, das Licht, man hat ja nicht immer den Luxus, dass man gutes Tageslicht hat, vor allem im Winter und wenn man auch noch arbeitet, kommt man nur abends nach Hause und irgendwie sind eben so zwei Softboxen, habe ich auch bei mir zu Hause, wir sind ja gerade bei der Pauline, ich habe daheim auch zwei Softboxen und die benutze ich eigentlich immer total gerne, es ist halt so wie so ein Tageslicht, so ein weißes, kühles Licht und das bringt auf jeden Fall sehr viel und ja, also aber dazu gibt es eigentlich auch ganz viele Videos auf YouTube, also die wirklich sehr hilfreich sind, wie man so das Set am besten aufbaut. Welches Bearbeitungsprogramm wir so benutzen? Also ich habe ganz am Anfang, da ich noch mit Windows gearbeitet habe, habe ich hier dieses Magic Video Deluxe mir geholt. Das ist auch super günstig. Ich glaube, das kostet 40 Euro, die einfachste Version oder so. Ich denke mal, so für den Anfang ist das super. Damit habe ich auch total viele Lookbooks immer geschnitten und das kann richtig was. Es kommt auch immer darauf an, was man natürlich auch dreht, ne? Wenn ich Make-up-Tutorials nur drehe, dann brauchst du wirklich, reicht auch ein Movie eigentlich. Aber dadurch, dass ich diese Lookbook-Bücher mache, wo ich dann mehrere Outfits nebeneinander und so, dann brauchst du schon ein bisschen was Besseres. Und deswegen bin ich jetzt auf Final Cut umgestiegen, weil ich jetzt halt auch ein iMac habe. Ihr werdet es nicht glauben, aber also ich mache ja schon richtig lange YouTube, aber was ist richtig lange? 4 Jahre halt. Und ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Also ich benutze den Movie Maker, ich habe gar keinen Cent dafür ausgegeben, das war halt auf meinem Laptop drauf und ich komme damit einfach zurecht, weil meine Videos wirklich sehr einfach sind. Also ich drehe ein Video, schneide das, ich mache auch total selten eigentlich irgendwie Musik da rein oder sonst was oder irgendwelche Effekte. Meine Videos sind wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Und das mag ich aber auch. Ja, alles so super weiter. Professionell geworden und ich finde gerade, wenn man auch mit YouTube anfängt, ist das so schwer, weil die Messlatte ist so hoch gesetzt. Ja, ja, ja. Ne? Also bei mir ist es so, dass ich am Anfang die ersten 70 Videos oder so, wirklich fast die Hälfte meiner Videos, vielleicht ein bisschen weniger, habe ich gar nicht geschnitten. Also ich habe mich wirklich hingesetzt mit meinem Handy noch, habe einmal auf Play gedrückt, habe fertig gesprochen, habe ausgemacht, hochgeladen, fertig. Und das habe ich mir irgendwann so antrainiert, dass ich wirklich so flüssig sprechen konnte, irgendwie ohne... ich hatte auch gar keinen Druck, dass ich darf mich nicht versprechen, sondern ich habe gedacht, ich bin halt wie ich bin und wer mich mag, der soll halt gucken, wenn nicht, der nicht, kein Problem. Mich fasziniert das hinter der Kamera eben auch, also da entwickeln sich echt neue Interessen. Also ich liebe es, vor der Kamera zu sitzen. Das Video drehen, das ist ja eigentlich das Kleinste an dem Ganzen, ja. Dieses Drumherum, sich vorher fertig machen, sich hinsetzen, Set aufbauen, was ziehe ich an, wie schminke ich mich, muss meine Haare machen oder nicht. Danach machst du die Kamera aus, hoffentlich hat es geklappt, war fokussiert und der Ton war eingestellt. Danach musst du das erstmal stundenlang noch schneiden oder je nachdem, wie fit man ist.
Dann musst du die Infobox und so. Also das ist so viel Arbeit eigentlich. Und vielleicht, was jetzt auch ganz gut passt, zum Bearbeiten, welche Musik man verwendet. Weil wir haben natürlich das Problem mit der GEMA. Es gibt so coole Musik und ich denke mir so oft, Mann, das würde so gut jetzt in mein Video passen. Aber wir haben einfach nicht die Freiheit und dann ist es echt schwierig für uns, irgendwie das Video trotzdem cool zu machen. Und dann ist es so, dass es dass YouTube eigentlich eine Music Library oder wie heißt das da? YouTube Library, genau. Dass da Musik angeboten wird, aber man kann damit eigentlich nichts fast anfangen. Es kommt auf die Videos an, ne? Also wir stehen ja auch so, wir beide ja auch so ein bisschen auf Hausmusik und so. Und dann wollen wir natürlich auch das so ein bisschen unterlegen mit Hausmusik. Aber da gibt's halt nicht viel bei YouTube. Da sind mehr so fröhliche Musik, Kinderlieder. Und so. Also voll die komische Lieder. Ja, aber für den Anfang hat das super ausgereicht, ne? Aber irgendwann wollte man dann halt mehr und da haben wir ja bei der Epidemic Sound uns angemeldet. Das ist Musik macht auch so viel aus. Mega, es ist so die Stimmung und wenn ich jetzt zum Beispiel gerade meinen Maui-Vlog schneide. Chef, und ich würde das ja, und ich habe so eine Musik, die so richtig so deep ist und ich finde, da kann man sich voll reinfühlen. Ja. Wenn man so ein Video dann auch auf dem Fernsehen schaut oder so, dann ist man voll drin. Das macht echt voll viel aus und ich kriege auch oft Kommentare so und Fragen, woher hast du die Musik? Das Blöde ist bei Epidemic Sound, dass du eben nur die Musik verwenden kannst oder haben kannst, wenn du dich eben dort angemeldet hast. Und dort kostet es eben, angemeldet zu sein. Als YouTuber hat man eine Vergünstigung, ne? Ja, was heißt Vergünstigung? Also du hast ja eine gewisse Abonnentenzahl und Klickrate und dementsprechend zahlst du dann auch, ne? Also wir sind noch relativ klein, wir zahlen jetzt nicht so viel. Aber große YouTuber müssen dann schon ein bisschen mehr zahlen und ich glaube, das lohnt sich erst, wenn man eine gewisse Anzahl halt auch an Abonnenten hat oder Klicks, sich da anzumelden. So ganz am Anfang ist es, glaube ich, dann doch etwas zu teuer. Was ich auch mal gemacht habe mit Tina zusammen, und zwar hatte ich einen Kollegen, der macht selber Musik und da bietet sich das natürlich an, die zu fragen, können wir deine Musik verwenden? Dadurch wird er natürlich auch publik gemacht. Ich habe natürlich seinen Namen und alles runtergeschrieben, ne? Doch damals die Lookbooks, die wir geschrieben gemacht haben. Das ist auch coole Musik. Und dadurch wurde seine Musik vorgestellt, aber gleichzeitig auch hat er uns dann unterstützt mit der Musik in dem Video. Das war auch ganz cool. Das ist natürlich auch sogar richtig cool, weil es so eine Win-Win-Situation ist. Es ist auch schön, so diese Leute auch mal zu unterstützen, zu supporten, ja, auf jeden Fall. Weil sowieso, wenn alle Dings, also Kamera, Licht, Musik und so. Ich werde alles, was ich finde an Links, werde ich auf jeden Fall in die Infobox reinschreiben, falls jemand von euch jetzt voll die Lust kriegt, auch YouTube-Videos zu machen. Als nächstes haben wir, wie wir das eigentlich mit unserem Vollzeitjob managen. Das werde ich jetzt eigentlich nicht so oft gefragt. Also beziehungsweise ich werde oft gefragt, was arbeitest du denn eigentlich? Ja, ich glaube, das ist auch so bei den Zuschauern immer so ein Ding. Wenn von jemand regelmäßig Videos kommen, dann denken sie sich gleich, ja, arbeitet die überhaupt was? Oder was arbeitet die? Und wie kann man das denn überhaupt so kombinieren? Und ja, wie machst du das denn? Ja, also ich lege ja immer sehr viel Wert auf Qualität, gerade so bei diesen Lookbooks. Und die sind super, super aufwendig. Und ich probiere das so einfach wie möglich zu gestalten. Also zum Beispiel stehe ich manchmal auch extra vor der Arbeit eher auf, stelle mir das am Abend alles schon so hin. Viel zu anstrengend. Ja, aber weil ich mir denke, ich kann lieber, wenn ich zur Arbeit gehe, dusche ich, schminke ich mich, bin ich frisch gemacht, kann mich schnell eben abdrehen, als würde ich jetzt am Wochenende duschen und mich 50.000 Mal umziehen für die Kamera, weißt du? Und dann mache ich jeden Tag immer so ein bisschen. Und dann habe ich dann nicht so viel Aufwand einfach. Also die Frage ist auch mehr so, wie man das überhaupt hinbekommt. Weil ich meine, ein Vollzeitjob, ja, es gibt Menschen, die sind einfach damit schon völlig bedient, ja. Und wir haben noch unseren Vollzeitjob und ich zum Beispiel machen auch Sport und natürlich Freunde, Familie, alles muss man schon allein das unter einen Hut bekommen. Und YouTube, vielleicht je nachdem, wie weit man auch ist, mit dem Schneiden und so, mit der ganzen Organisation, geht es vielleicht irgendwann schneller. Aber bei mir, zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich schon pro Video wirklich auch Stunden brauche. Du brauchst ja eine Stunde, bis du dich fertig machst. Bis du es gefilmt hast, dass es dir gefällt, kann man ungefähr auch eine halbe Stunde bis Stunde rechnen. Dann musst du das ganze Set wieder abbauen, weil also ich habe noch keinen Filming Room zu Hause. Das heißt, dieses Ding immer wieder, dann muss Video geschnitten, hochgeladen, alles eingetragen werden. Den Link, den ihr jetzt gleich anklicken könnt, den habe ich ja vorher irgendwo rausgefunden. Also das ist schon sehr aufwendig und ich glaube, wenn man mit YouTube anfängt, da muss richtig so eine Leidenschaft da hinten stecken. Und man muss es wirklich, ich kann sagen, dass es bei mir so ist, dass ich schon echt hart an der Grenze bin und dass ich froh bin, dass ich so einen toleranten Mann habe, der mich einfach mal machen lässt. Weil ich sitze eigentlich oft, bin täglich damit beschäftigt. Vielleicht mache ich es auch ein bisschen falsch, weil ich sehe einen Kommentar, ich beantworte es sofort. Also ich beantworte alle Nachrichten, alle Kommentare. Du machst aber auch zwei Videos in der Woche, ne? Das ist super viel, ne? So, wenn man voll berufstätig ist, ist es
echt krass. Also ich bin stundenbeschäftigt, echt. Und jeden Abend hocke ich manchmal bis um 1 Uhr, bis um 1:30 Uhr, muss am nächsten Tag um 7 Uhr aufstehen. Aber ich habe wirklich so viel Spaß dran, dass mir das echt wert ist. Ich bin eigentlich 24 Stunden die am Tag und 7 Tage die Woche bin ich echt mit YouTube beschäftigt. Und Instagram natürlich gibt es ja auch noch. Und ja, Snapchat ist ja jetzt auch noch ganz neu. Aber das ist bei den meisten so, ne? Bei mir war das am Anfang auch so. Ich habe 3-mal die Woche ein Video hochgeladen. Ganz am Anfang so, ne? So die ersten 2 Jahre. Mhm. Und jetzt ist das echt weniger geworden. Und ich merke halt auch, dass ich oft so längere Pausen habe. Dann mache ich mal 1 Monat gar nichts. Aber das ist bei mir auch so. Ich arbeite halt auch Vollzeit und mein Job ist halt auch körperlich total hart. Also ich arbeite hier in der Pflege und dann habe ich einfach manchmal keinen Bock mehr. Aber dann mache ich mir auch nicht so den Stress wie damals, sondern ich denke mir dann so, ja, stress dich nicht. Du bist einfach eigentlich dein eigener Chef. Ja. Also ich mache das auch oft so, wenn ich dann schon einmal geschminkt bin, dass ich einfach mehrere Videos abdrehe, dass ich mich nicht jedes Mal fertig machen muss, dass ich nicht jedes Mal die Softboxen aufstellen muss, um einfach Zeit zu sparen. Ne? Und ich bin auch so dankbar, dass mein Freund auch so mega Verständnis hat. Und er ist aber auch selber noch sehr beschäftigt mit Lernen und alles, weil er studiert. Und ich habe ja halt auch meine eigene Wohnung, habe dann meinen Freiraum und kann dann sehr viel machen. Also ich glaube, wenn ich mit meinem Freund zusammenziehen würde, könnte das weniger werden. Ne? Also das ist schon, da muss der Partner auf jeden Fall mitspielen. Ne? Okay, dann haben wir noch als nächstes, ob jemand schon mal erkannt wurde von uns, von Zuschauern und wie das dann so ist, wenn man erkannt wird. Ist das dir schon mal passiert? Ja, also mir ist das schon öfter passiert und bei mir ist es halt immer so, ich freue mich total, aber ich schäme mich vor mir. Ich bin dann so voll schüchtern. Komisch, gell? Ja. Einerseits total cool, aber andererseits so, die Person kennt mich halt voll und ich weiß gar nicht, wer das ist. Ja. Ja, aber das ist total schön, also ich freue mich auch und das ist so schön, angesprochen zu werden. Mega. Aber ich bin dann halt voll schüchtern. Also, wenn ihr mich mal seht und euch nicht traut, so, ich schäme mich wahrscheinlich mehr als ihr. Ganz bestimmt. Ja. Nee? Also, oder erkannt oder sowas, überhaupt nicht. Nee, nur einmal, aber das war halt auch von meiner Freundin, eine Freundin, die dann durch meine Freundin halt die Videos geguckt hat. Aber so wurde ich noch nie. Und wisst ihr, wo ich meistens angesprochen werde? Bei Zara. Findet man mich immer. Ja, aber komisch. Also ich wurde eigentlich auch schon echt 6-mal oder so erkannt. Ja, ja. Echt? Aber auch in den unterschiedlichsten Städten eigentlich. Einmal in Mainz, dann mal in Nürnberg und in Lörrach auch ein paar Mal, jetzt wo ich jetzt gerade wohne. Und ich weiß nicht, ob mich schon mal jemand erkannt hat und nicht angesprochen, das weiß ich nicht. Mir hat später keiner geschrieben, ich habe dich gesehen oder so. Ja, das passiert mir oft, dass mir jemand schreibt, ich habe dich gesehen, aber mich nicht getraut. Dann denke ich mir so, warum? Warum, ja. Also, aber ich wurde jedes Mal, also diese paar Mal, wurde ich auch angesprochen. Und das war immer so cool, weil die Leute, dann haben die mal so ein paar Mal hingeguckt. Ich kenne dich doch irgendwoher. Und dann sage ich, ja, wirklich, woher? Und dann so, ja, von YouTube, oder? Ich sehe ja. Und dann frage ich halt immer so, zum Beispiel, ja, welches Video oder hast du die Frisur nachgemacht, hat es geklappt und so, dann habe ich so ein bisschen Gesprächsstoff. Ich finde das voll schön, wenn du das Gesicht so dazu siehst, ne? Einige Abonnenten, so die halt auch regelmäßig kommentieren, du merkst ja die Namen und alles, ne? Du, ja. Und wenn dann jetzt auf einmal ein Gesicht noch dazu kommt, finde ich das super cool. Ich weiß noch den Namen meiner ersten Abonnentin. Ja? Jonah Mondschein, wenn du das siehst. Bei mir ist dann das so, wenn sie so regelmäßig schreiben bei jedem Video, dann ist es immer so, irgendwann wie so eine Freundin und ich warte schon indirekt drauf, dass sie wieder mal irgendwas schreibt oder so. Und wenn sie dann mal 2-3 Mal nicht schreiben und dann wieder schreiben, dann schreibe ich auch, oh, du bist ja doch noch da, zum Glück und so, voll cool von dir zu lesen. Ich finde, also das ist richtig wertvoll, weil das sind echt Leute, die das, glaube ich, auch so schätzen. Aber ich finde auch, das ist so mit das Schönste an YouTube, ne? Dieses Feedback und diese Unterhaltung. Und dass man auch so Leute kennenlernt. Also heutzutage entstehen sowieso durch das Internet auch Freundschaften, Bekanntschaften und Beziehungen. Und genauso wir als YouTuber, ich meine, wir machen das im Endeffekt auch für euch. Ja? Und deswegen ist es für uns wirklich umso schöner, wenn man wirklich so einen Kontakt auch aufbauen kann. Ich habe auch Zuschauer, mit denen ich so Privatnachrichten hin und her schreibe und so und die immer fragen. Und wenn die irgendwo gesehen haben, ich fliege in Urlaub, dann schreiben sie mir guten Flug und so. Und das ist echt so cool irgendwie. Mhm. Welche YouTuber wir selber schauen, also ob mehr Deutsche oder mehr Ausländische und wer uns so inspiriert auch. Also ich habe ein paar große YouTuber, wie zum Beispiel Jamina1404 oder Madame Tamtam oder Tamtam und so weiter.
Aber dann habe ich auch ganz viele so kleinere YouTuber, auch die wesentlich kleiner sind als ich, weil ich die einfach super cool finde. Euch natürlich auch, weil ich natürlich den Kontakt zu euch habe. Ja, das ist dann eh das immer, immer noch cool, wenn man die Person auch kennt. Ja. Ne? Schaust du auch Deutsche oder mehr? Ja, ich schaue eigentlich mehr Deutsche, also überwiegend. Und ja, wenn ich jetzt sagen müsste, wen. Bei mir ist es im Moment, ich habe ja auch gesagt, dass es ein bisschen weniger geworden ist. Im Moment habe ich jetzt niemanden, der mich so richtig mitreißt. Also ich schaue in meine Abo-Box und gucke dann halt, was mich gerade interessiert, Fashion Haul oder sowas. Ne? Also bei mir ist es dann eher so spontan. Also bei mir ist es so, dass ich irgendwie total unabsichtlich, aber ich schaue eigentlich ganz, ganz viele amerikanische YouTuber und auch ganz viele aus der UK und auch einige russische YouTuber. Ich glaube, die russischen YouTuber schaue ich vor allem auch wegen der Sprache, weil es für mich so schön auch mal das zu hören, weil hier in Deutschland, das ist mein Zuhause, 100%. Aber irgendwie vermisse ich das, weil es war ja, ich meine, ich habe 12 Jahre in Kasachstan gelebt und es ist irgendwie meine Muttersprache für immer. Und deswegen ist es schön für mich zu hören und außerdem haben sie auch andere Produkte, die sie verwenden und haben anderen Geschmack oder so. Und bei den Amis, ich gucke ja ganz viel, was so Make-up angeht. Und die Amis, die klatschen ja richtig drauf. Und da denke ich mir, okay, 2, 3 Schritte davon kann ich auch für mich nehmen. Und ich schminke mich eigentlich auch viel und oft und immer und gerne. Und deswegen ist es für mich interessant. Und weil sie halt so viel machen, das inspiriert mich. Also ich, wenn ich die Videos schaue, da bin ich auch immer so, oh, ich habe jetzt auch voll Bock, was zu machen. So. Und wen ich da schaue, sind zum Beispiel Carly Bible, Daisy Perkins, Lauren Curtis. So diese typischen, die Millionen von Abonnenten haben. Deutsche habe ich auch ein paar, aber eher weniger. Und da auch total so diese persönliche Basis eben. Also nicht wirklich, weil ich was da draus lernen will oder weil ich mir was abgucken will oder so, sondern wirklich, weil sie persönlich so erfrischend finde. Und manche haben ja so regelmäßige Vlogs oder so. Und wenn du 3-mal hintereinander einen Vlog geschaut hast, du guckst ganz sicher zum 4. Mal auch diesen Vlog, weil den nächsten, weil du willst aber irgendwie wissen, wie es weitergeht und so. Und ich gucke überhaupt in letzter Zeit voll gerne Vlogs. Ja, ich eigentlich auch in letzter Zeit. Okay, und die letzte Frage, die wir haben, ist, wie wir rückblickend unsere Videos denn so finden. Also ich habe zum Beispiel seit 2 Jahren meinen Kanal. Du? Auch 2 Jahre. Ja. Und du 4, gell? Und wie findest du deine Videos, deine ersten? Hast du schon welche gelöscht? Nee, ich habe noch alle beibehalten, weil ich das immer auch ganz lustig finde, da nochmal reinzugucken. Aber meine ersten Lookbooks. Oder? Und immer so völlig übertrieben, weil ich dachte, das muss jetzt so sein. Das ist jetzt wichtig, dass ich völlig übertrieben bin, weil alle so sind. Oder meine Lookbooks, dann gucke ich noch so in den Bildschirm, ne, von der Kamera ganz häufig noch so rein. Und solche Dinge, ne? So viele Fehler, die man einfach macht am Anfang. Ich hasse das, wenn da Videos zu gucken. Aber ich glaube, das ist bei den meisten so, ne? Weil man ist dann halt auch so voll ruhiger und so anders irgendwie, ne? Ja, voll. Jetzt ist man so... So locker, gell? Ja, das, das ist wird so normal geworden halt. Man gewöhnt sich dran. Ja, man sieht halt auch die Veränderungen und positive Sachen und negative Sachen. Was hast du besser gemacht, was hast du schlechter gemacht? Und ja, man lernt halt auch von sich selber. Von Video irgendwie. Zu Video, finde ich, lernt man was dazu, ja. Ne? Oh, da hast du zu viel geredet, da hast du zu schnell geredet. Da hast du zu langsam geredet. Ja. Bei mir ist das aber echt wie so auf Knopfdruck. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das noch vom Cheerleading so. Kamera in der Nähe. Ich bin gleich gut drauf. Ich weiß nicht, das ist für mich so positiv. Und ich freue mich dann gleich aufs Schneiden und Hochladen. Und irgendwie, das macht mich voll glücklich. Ob ich müde vorher war oder gestresst oder irgendwas. Aber wenn ich drehe, das ist so meine... Das ist so für mich. Das macht mich voll glücklich. Und deswegen bin ich immer gleich... Also wenn ich meine ersten Videos schaue, dann denke ich mir, Mann, kannst du ein bisschen schneller reden? Wirklich, ich rede so ganz zärtlich, langsam und deutlich. Und ich verstehe nicht, warum ich das gemacht habe. Also abgesehen davon, dass meine ersten Videos wirklich, ich hockte einfach in der Küche und habe zum Glück noch das Geschirr abgetrocknet. Aber ja, das ist halt dann authentisch. So war halt der Moment. Und noch schlimmer finde ich, wenn ich hier sitze und nebendran jemand mein Video guckt. Oh, ich schäme mich so sehr, ich kann nicht. Ich denke, mach das aus, ich will nicht dabei sein. Wenn Freunde so sagen, ja, zeig mal ein Video von dir, dann sage ich, nee, guck das zu Hause. Ja, guck das zu Hause. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lang jetzt dieses Video wird. Aber ich denke mal, das war es so und so grob. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie unbedingt unten in die Kommentare. Die Girls werden vielleicht auch mal reinschauen und auch welche Fragen beantworten. Und ansonsten auf jeden Fall, klickt bei denen rein und auch auf das rote Kästchen, wo Abonnieren draufsteht, auch drauf. Danke sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall. Ja. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Liebe. Ciao. Tschüss.